gehört. Ich habe doch einiges in meinen Korb reingeschmissen, aber ihr habt ja gesehen, das ist Wahnsinn, was die da alles haben und irgendwie 10.000 verschiedene Cookie-Sorten. Vor allem auch sowas wie Waschmittel und so ein Stulli, was man dann für 2 Wochen vielleicht dann nochmal braucht. So, auf geht's zum CVS und zum Walmart. Ich bin gespannt, ich habe ein Riesenauto, das ich fahren muss. Und damit muss ich erst mal klarkommen. Aber der Shop ist nur 3 Minuten entfernt laut Google Maps. Und deswegen denke ich, werde ich das schaffen. Ich zeige euch jetzt gleich mal mein Auto. Im Auto, ich habe es geschafft. Jetzt geht's los. Zurück vom CVS und vom Walgreens und habe mir erstmal Starbucks Kaffee geholt, weil es hier unglaublich heiß ist. Also es hat bestimmt 32 Grad oder so. Und jetzt sitze ich hier ein bisschen an unserem Küchentisch und arbeite ein bisschen, schreibe an einem Blogpost für euch. Ich zeige euch das mal. Hier ist mein kleines Setup natürlich mit Wasser. Und nachher geht es hoffentlich noch ein Steak essen. Ja, so viel dazu. Bis später. Jetzt. Gefühlter 300. Versuch. Ich hoffe, jetzt ist scharf. Wenn jetzt nicht scharf ist, dann müsst ihr euch das Ganze unscharf angucken. Tut mir echt leid. Ich weiß auch nicht. Irving, Texas, nicht in Dallas. Ich habe mich da doch ein bisschen vertan. Ich dachte, das wäre so eine Art Vorort von Dallas. Es ist aber doch kein schönes Stück mit dem Auto zu fahren. Also wir waren jetzt bis jetzt noch nicht wirklich in Dallas. Einmal für ein Abendessen im Steakhouse. Gefühlt eine halbe Kuh gegessen haben, was aber sehr lecker war. Das war allerdings abends und da haben wir jetzt von Dallas noch nicht so viel gesehen. Mit der Canon EOS 600D mit dem Vloggen ist ein bisschen schwierig, weil man hat so das Gefühl, die Kamera klebt einem immer direkt im Gesicht und die ist halt schon arg schwer. Deswegen für den Trip, den wir heute Abend nach Dallas machen oder heute Nachmittag, werde ich jetzt mal mit meinem iPhone probieren. Habe ich noch irgendwas vergessen, was ich noch gesagt habe? Ich habe nur so ein echt mega Riesenauto, wo gefühlte 10 Leute reinpassen und ich fahre in Deutschland schon nicht so viel Auto und dann gleich mit so einem quasi Umzugswagen durch die Gegend zu fahren und naja, fühle ich mich nicht so sicher, deswegen habe ich bis jetzt nur so kurze Strecken gefahren, aber dann heute Abend Nachmittag mal nach Dallas reinfahren und schauen, ob ich das überlege. Also wenn es da keine Videos mehr von mir gibt, dann bin ich vor Angst gestorben. Nein. Soweit mein Update. Ich hoffe, es hat jetzt alles geklappt mit der Aufnahme. So, auf geht's ins Gym. Wasser habe ich. Oh, mein iPad wollte ich noch mitnehmen.
fertig essen. Nicht wirklich gesund, aber ich habe versucht, das Beste auszusuchen. Tomatensoße. Und da hinten ist Wasser. Da kommen dann gleich noch diese Nudeln rein. Ich habe so Hunger. Ich zeige euch das Ergebnis. Ah, Käse habe ich sogar auch noch. Wenn man so schön Sonnenschein hat nach dem Sport und nach dem Mittagessen, kann man ertragen, ne? Ich sitze jetzt hier am Pool und schaue ein bisschen YouTube-Videos. Yay! Bis später. Fertig fürs Abendessen, jetzt geht's los nach Dallas in die Stadt, um ein Steak zu essen. Mal sehen, ob wir den Weg finden. Es ist immer noch wunderschönes Wetter, es ist furchtbar heiß draußen. Ich würde euch gerne mein Outfit zeigen, aber das ist ein bisschen, das ist schon wieder so ein komischer, ein bisschen schwierig. Ich kann es mal versuchen. Oder Moment. Was ist heute für ein Tag? Heute ist Donnerstag. Also, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Tag 4. Ich bin schon wieder fleißig dabei, einen neuen Blogpost für euch zu schreiben, weil ich weiß, die Videos kann ich leider erst online stellen auf YouTube, wenn wir wieder zurück sind, weil mein Rechner nicht genug Kapazität hat, um das zu verarbeiten. Und ja, deswegen dachte ich, halte ich euch wenigstens mit dem Posts auf dem Laufenden. Gut, mal gucken, was ich heute noch mache. Wahrscheinlich werde ich mir wieder einen Starbucks-Kaffee holen. Das ist nämlich direkt gegenüber, das zeige ich euch nachher mal. Man muss über eine unglaublich befahrene Straße. Aber theoretisch sind es nur 20 Meter. So, auf zu Starbucks. Aber es hat mich bestimmt wieder 5 Minuten gekostet. Ich heiße zwar nicht Hedda, sondern Hedda, aber was soll's. Zurück geht's. Jetzt habe ich meinen Opa Chai Tea Eis. Jetzt teste ich mal den Poolabriss. Oh, es hört sich so an, als wären schon Kinder drin. Mal gucken, ob ich noch Platz finde. Ich kann ja eh nicht so lange im Pool liegen bleiben, weil ich sonst ankokel bei der Sonne hier. Oh Mann! Ich wünsch mir Spaß. Schon Freitag. Ich habe mich gestern nicht verabschiedet von euch. Wir waren noch essen in so einem Smoke-Steakhouse. Aber mir ging es leider nicht so gut. Mein Magen spielt nicht mehr so richtig mit. Jetzt kommt doch langsam anscheinend der Jetlag bei mir auch an. Ja, heute ist wieder ein schöner Tag. Es ist warm draußen, aber etwas bewölkt. Und ich versuche jetzt erstmal ein bisschen was zu frühstücken. Bis später!
neue Sonnenbrillen gefunden. Gläser, Sunglasses, in Deutsch sagt man Einzahl, ne? Eine Sonnenbrille. Und noch so viel mehr. Das war ein toller Trip und wir haben super viel Geld gespart. Gut, jetzt geht's essen. Ich bin so satt. Ich kann nicht mehr. Wir haben es geschafft. Da hinten sieht man das Fleisch. Es wurde wirklich auf so Sticks serviert und dann runtergeschnitten und man konnte sich das Stück so nehmen. Ja, geschafft. Jetzt geht's nach. Suchen. Wer sucht, der findet.